Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Chess, und ich möchte euch jetzt mal den Barbar mit dem neuesten Diablo 3 Patch zeigen. Genauer gesagt, ich und mein kleiner Kuhfreund hier werden euch jetzt mal den Wirbelwind-Barbar ein bisschen näher bringen. Was hat sich denn hier so geändert? Gleich mal vorweg, es wurde das Set ein bisschen gebufft. Der Vierer-Bonus gibt jetzt noch den dreifachen Schaden von eben Zerfleischen, ist somit schon mal gar nicht so bad, aber was eigentlich der wesentlich größere Unterschied ist, es gibt es noch zwei weitere, also nicht einer, sondern zwei weitere, einmal der Ego-Code überarbeitet, für die, die Videos von mir verfolgen, ich habe euch schon ein separates Video gemacht zu den abgedateten Edelsteinen, also 50% aller legendären Edelsteine aus Diablo 3 werden ja mit dem Patch überarbeitet, beziehungsweise modifiziert und gebufft. Der Ego-Code ist einer davon, der wurde sogar komplett geändert. Der stackt jetzt schneller hoch, gibt auch zusätzlich mehr Zähigkeiten und ist damit auch für den Barbar optimal geeignet, denn auch die Art und Weise, wann er auslöst, wurde geändert. Also sobald man jetzt irgendwas Kanalisierendes macht, in dem Fall zum Beispiel der Wirbel, seht ihr hier unten, Taiguk gestackt und ist schon auf 10. Also das geht jetzt super schnell und ist eben besonders für den Wirbelwind-Barbar optimal geeignet, um diesen Edelstein mitzunehmen. Und was noch neu ist, da hatte ich jetzt noch kein Glück, ist der Schädelgriff. Der Schädelgriff, das war immer so das Item, wo ich gesagt habe, wo auch sehr oft gefragt wurde, warum nimmt man diesen Ring denn nicht mit, die 300% Wirbelschaden? Man nahm ihn bisher in Diablo nicht mit, einfach weil die Berechnung des Schadens falsch war. Was heißt falsch? Es war mehr oder weniger additiv, das bedeutet also, es wurde zum Waffendamage dazugerechnet und hat sich somit nicht erheblich auf den Schaden ausgewirkt. Wurde jetzt mit dem neuen Patch geändert oder wird jetzt mit dem neuen Patch geändert, jetzt macht ihr einfach 300% mehr Schaden, ist multiplikativ, bedeutet also, wenn ihr den Ring ausgerüstet habt, machen eure Wirbel 300% mehr, also einfach den dreifachen Schaden, wird jetzt alles zusammengeworfen und das macht jetzt einen erheblichen, ich habe es gezielt dreimal gesagt, Unterschied. Das bedeutet also, wenn ihr den Schädelgriff habt, cube den gleich. Ich habe es leider nicht getan, ich muss ihn jetzt erst neu farmen. Wenn ihr ihn habt, cube den, ihr werdet ihn im Patch garantiert brauchen und damit euren Damage nochmal erheblich erhöhen. Ansonsten, ich zeige es einmal kurz, der Wirbelwind-Barbar wurde in der Vergangenheit ja immer auch sehr, sehr gern gespielt. Von den Talenten her hat sich noch nicht so viel geändert, also es läuft alles, es bleibt mehr oder weniger alles beim Alten, also ihr könnt das ein oder andere Talent ein bisschen modifizieren, aber da mache ich euch eh einen separaten Guide dazu. Und ansonsten heißt das einfach durch die Mobs wirbeln, kurz stehen bleiben, eine Blutung austeilen und dann könnt ihr schon weiter. Weiterhin die absolute Stärke des Wirbelwind-Barbar ist der enorme Flächenschaden, also ich habe über 120% Flächenschaden, das bedeutet, sobald mehrere Gegner zusammenlaufen, gibt es eine kleine Flächenexplosion und das war's dann. Bei einzelnen Gegnern wird es dann dafür wieder ein bisschen kritisch, wir können zwar etwas gegensteuern mit der Blutung, aber das dauert dementsprechend, also es wird deswegen trotzdem weiterhin so werden, dass ihr den Verderben der Geschlagenen, den werdet ihr auf jeden Fall in den Greater Rifts brauchen, damit sich der Damage hochstackt, speziell wenn es dann auf die Bosse geht. Und ansonsten hier für das normale T7 Farmen könnte man den durch den Verderben der Mächtigen austauschen, der Gem wurde ja auch gebufft, oder man könnte es einfach so lassen. Zusätzlich noch mit Schmerzverstärker wird gespielt, der Gem wurde auch gebufft, wie ihr seht macht er jetzt schon auf Stufe 52 über 5000% Waffenschaden als physischen Schaden, die ganze Build wird auch weiterhin auf physischen Schaden gespielt und wie eben schon gesagt, der E-Book ist auch etwas, was ihr auf jeden Fall mitnimmt und natürlich ein volles Wirbelwind-Set. Also so von den klassischen Items, nenne ich sie jetzt mal, des Wirbelwind-Barbars hat sich nicht zu viel geändert, aber eben die Steine wurden gebufft und es wurde eben auch das Set etwas erweitert. Deswegen schaut es schon mal sehr, sehr gut aus für alle, die Wirbelwind-Barbar gerne gespielt haben und das jetzt leider in den letzten Patches nicht zu spielen konnten. Es kommt mit dem Patch zurück, also mit dem Patch wird es jetzt wieder möglich sein, sehr leicht und sehr easy den Wirbelwind-Barbar zu spielen. Noch dazu, wenn wir hier mal sehen, wir haben auch einen sehr, sehr guten Zähigkeitswert von über 300 Millionen, wenn wir in Bewegung sind und fast 4 Millionen Paper DPS. Das bedeutet auch, in den Greater Rifts wird der Wirbelwind-Barbar nicht aufhalten zu sein. Also das wird schon mal sehr, sehr spannend, das Ganze. Ich freue mich schon drauf. Ich werde jetzt mal weiter diesen Schädelring farmen, also den neuen Ring. Wie gesagt, wenn ihr ihn irgendwo habt, ab damit in den Cube, dann seid ihr für den Patch bereit. Und ansonsten, wenn ich euch noch irgendein Set zeigen soll oder irgendeine Klasse, schreibt es mir einfach in den Kommentaren und ich wünsche euch jetzt nur viel Glück beim Farmen und natürlich viel Erfolg.